Kollege Benedikt Brunmeier war auf Urlaub. Und was zeichnet den Kollegen Benedikt Brunmeier besonders aus? Dass er sogar im Urlaub an den Kochsalon und an mich denkt. Er war in Japan und hat sich dort ein Gedanken gemacht, mit welchem Gadget er mich besonders herausfordern kann. Ihr seht es schon, ich noch nicht. Ein Küchentool aus Japan, das ich jetzt testen soll. Was bitte ist das? Das schaut aus wie ein Segelboot. Wäre was für die Toni. Okay, hier hat es Zacken drauf. Kann man es rausnehmen? Nein, das ist spannend. Okay. Was kann ich da rein? Muss ich da was reinschieben hier? Nein. Setze ich oben was drauf? Nein. Okay, nie wieder fährst du mir nach Japan. Kann ich was teilen damit? Ja, ein bisschen auf der richtigen Spur. Fühle mich wie bei Robert Lemke. Machen Sie eine typische Handbewegung. Ja? Okay, das kann man rein und raus und geben. Aber wenn ich da was schneiden will mit dem, weil das hat ja Zacken, komme ich ja nirgendwo dran. Das heißt, um das Tool zu benutzen, muss ich das rausnehmen? Ja. Okay, sind wir schon mal einen Schritt weiter. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Teile hier. Und das, ist es für Eier? Nein. Okay. Ist es für was Salziges oder was Süßes? Was Süßes. Ich bin ahnungslos. Was kann man damit machen? Das kann man eigentlich nicht mehr verändern, gell? Das nein, ist das wie süß. Außer es hinmachen. Also, es ist nicht für Kuchen, es ist nicht für Kekse, es ist für was Süßes. Es ist nicht für Eis. Ist es für irgendeine Form von Gelee? Nein, es ist für Obst. Das kann ich schon für sagen. Obst? Irgendein Teiler für Obst. Gibt es das Obst bei uns oder nur in Japan? Nein, es gibt es bei uns auch. Okay, es wäre sonst echt gemein gewesen. Äpfel? Nein. Bananen? Nein. Möchtest du es haben? Ja. Jetzt bin ich gespannt, womit der herkommt. Eine Kiwi! Bumm, die ist brettelhart, soll das so sein? Okay, aber die passt nicht da hinein. Okay. Also, das ist eigentlich zum Teilen der Kiwi? Längs oder quer? So wie man es kennt, so? Ja, so. Okay. Ein Spitzenmesser. Und jetzt? Jetzt kannst du sie quasi mit dem anderen Gerät aushöhlen und gleichzeitig vierteln. Ah, das stecke ich dann so drauf. Aha, das funktioniert. Pass auf. So. Und dann drehen? Ja. Okay, ich mache eine irrsinnige Schweinerei hier. Ich hätte lieber anders Souvenirs in Japan gehabt. Jo! Eh! Was hat das gekostet? Ich weiß es leider nicht mehr. Aber 130 Euro? Es war sehr billig. Kein Wunder. Benedikt, danke, dass du an mich gedacht hast.